Schön, dass ihr hier seid. Ich darf euch den nächsten Input in diesem wunderbaren Saal vorstellen. Wir haben viel zu viel CO2 in der Atmosphäre. Wälder und Bäume und Pflanzen sind eine natürliche Art, dieses CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Daher ist es eigentlich eine logische Schlussfolgerung, Wälder und Bäume anzupflanzen. Anscheinend ist das nicht der Fall. Zumindest sagt Sven selber, dass wir die Finger davon lassen sollten. Und er soll es wissen, er ist Referent für Waldnaturschutz und nachhaltige Waldnutzung beim NABU, also dem Naturschutzbund, und erklärt uns jetzt, warum. Bitteschön. Danke für die kurze Einführung. Jetzt habe ich fast Gewaltnaturschutz verstanden, zum ersten Mal. Auch eine interessante Deutung, aber es ist natürlich Waldnaturschutz. Also ja, genau das ist der Fall. Ich habe angekündigt, einen Vortrag zu halten über ein Thema, bitte pflanzt keine Bäume. Jetzt habe ich schon im Vorfeld dieses Vortrags E-Mails bekommen und in denen mich Leute angeschrieben haben, gesagt, das ist aber sehr missverständlich oder das geht aber gar nicht, ihr seid doch beim NABU, ihr könnt doch nicht so einen Vortrag machen. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Vortrag so nicht zu halten, sondern habe euch anstattdessen was mitgebracht. Das hier ist ein kleiner Baum. Kennt ihr dieses, also ich muss jetzt halt irgendwas machen, was den Leuten so ein bisschen mehr reinläuft, ein gutes Gefühl vermittelt. Und vielleicht kennt ihr so dieses ASMR, das ist so, wenn so Leute im Internet, und das ist ja auch eine Digitalkonferenz hier, wenn die so weirde Sachen machen so und dabei so kuschelig ins Mikrofon sprechen. Das mache ich jetzt für euch auch mal so. Hallo, kleine Eiche. Eiche, du bist ein Zukunftsbaum. Du wirst als Zukunftsbaum hart gehandelt. So habe ich dann halt mit meiner Eiche gesprochen gestern, mal so als Vorbereitung. Und dann ist was passiert, was ich nicht gedacht hätte. Eiche, Zukunftsbaumart, hat mir geantwortet und hat gesagt, hallo, du da, Mensch, ich bin keine Zukunftsbaumart, denn du hast mich aus meiner Natur genommen. Ich kann nicht mehr wachsen. Ich bin bald genauso verschrumpelt wie diese Linde hinter dir. Ist auch eine Zukunftsbaumart, wird auch im Klimawandel gehandelt. Außerdem habt ihr Menschen nur noch ungefähr 50% Chancen für 2,0 Grad oder leicht drüber. Das bedeutet, ganz Südeuropa wird quasi nicht mehr geeignet sein für Landwirtschaft. Hunderte von Millionen von Menschen fliehen nach Norden. Und ihr könnt euch im besten Fall auf eine ziemlich ungemütliche Zukunft einstellen. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, Zukunftsbaumart, wenn es so ist, halte ich meinen Vortrag doch. Mir doch egal. Also, darum geht's. Es geht darum, um die Frage, kann man die Natur schützen, indem man Bäume pflanzt, oder kann man das Klima schützen, indem man Bäume pflanzt? Was wir hier sehen, ist vom Uber und weil Bundesamt die letzte Einreichung zum IPCC für die Sektoren der Landnutzung, LULUCF genannt. Darin sind enthalten Wälder, Ackerland, Grasländer, feuchte Gebiete, Siedlungen und HWP, das sind Holzprodukte. Wir sehen, alle Sektoren sind Emittenten, bis auf Wälder und zum ganz kleinen Teil Holzprodukte. Das heißt, das ist unsere CO2-Senke, die wir haben. Alle anderen Sektoren emittieren CO2. Von daher ist es ja erstmal logisch anzunehmen, dass wir diese Senke hier irgendwie stärken sollen, indem wir immer mehr Bäume pflanzen. Das Einzige, was uns jetzt noch hilft, ist massiv Bäume pflanzen. Hört man immer wieder. Die gelben Balken hier, das ist die quasi die Netto-Bilanzierung. Hier gab es mal eine Zeit lang so ein bisschen Datenschwierigkeiten. Da gab es auch Stürme, Kyrill und so weiter. Das ist ein bisschen unklar, ob dieser mittlere Teil so stimmt. Auf jeden Fall hatten wir in den letzten Jahren so ungefähr so eine Nettosenke von 20 Millionen Tonnen, 20 Megatonnen. Und dazu haben die Wälder immer so 60 Megatonnen, 60 Millionen beigetragen. Und das, was sozusagen rauskommt aus den Wäldern, nämlich Holz, hat auch nochmal so ungefähr 3 Megatonnen gebracht. Also, das wollen wir doch stärken, oder? Oder etwa nicht? Also, das ist die Lage im Mittelgebirge.
Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hat Anfang dieses Jahres eine Satellitenbildauswertung gemacht und gemerkt, 5% des deutschen Waldes sind weg. Und zwar sind die nicht einfach nur geschädigt, sondern das ist Freifläche geworden. Da steht quasi nichts mehr, also außer so ein paar Stangen, die irgendwie dann noch dem Harvester entgangen sind. Und das sind Baumverluste, die sind schon ganz ordentlich. Wir sehen also, die Richtung ist schlecht, falsche Richtung. Und, aber das an sich ist ja noch ein Grund mehr, jetzt zu sagen, okay, Bäume pflanzen, das ist das Ding, so kommen wir irgendwie weiter. Das hier ist von letzter Woche, nochmal aufgearbeitet von der Zeit, quasi ein Echtzeitmonitoring mit Satellitenbilddaten. Zustand des Waldes, da geht es um Vitalität, das ist quasi ein Maß der Grünheit und zwar am Ende der Vegetationsperiode, also nicht am Ende des Jahres, sondern was der Baum als Ende des Jahres wahrnimmt. Und ihr seht, grün ist gut, okay, und rot ist quasi schwerer Vitalitätsverlust, also im Grunde genommen frühzeitiger Herbst. Und im Jahr 2022, Ende des Augustes, ihr wisst es ja, Rekordbrände, Rekorddürre, Rekordhitze, sind ein Viertel des aller Bäume quasi schon in den Herbst gegangen. Und das sieht man quasi auf der Fläche als eine großflächigen Vitalitätsverlust und eine frühe Einherbstung. Auch wieder ein Rekord, sowas gab es noch nie. So, und jetzt haben wir halt Unternehmen, digitale Lösungen, wir sind auf einer Digitalkonferenz hier, die bieten uns dafür oder dagegen einen Rahmen an und der heißt Corporate Sustainability. Corporate Sustainability habe ich also mal eingegeben bei Google, was bekommt man? Lauter Bilder mit so Waben und Grafiken und erstaunlich vielen Leuten, die so einen Baum in der Hand halten oder hier auch mal eine Windkraftanlage. Oder hier so ein Baum mit so interessanten Dingern, hier so digitale Erde, hier irgendwie so ein digitaler Baum, der hier hat eine Kokosnuss als Erde. Also interessant, hat irgendwie viel offensichtlich damit zu tun, dass man gemeinsam Wälder pflanzen sollte. Also bin ich schon mal auf einem ganz guten Riecher gewesen. Ich gucke mir die Bilder noch mal genauer an. Also hier so eine saubere Hand mit ein bisschen Torfmoorerde. Ja, das Problem hatte ich übrigens auch hier mit meinem Zukunftsbaum. Habe ich aus Versehen Blumenerde gekauft. Habe gedacht, ich habe eine ohne Torf. Ne? Torf, wisst ihr, hat ungefähr den Brennwert von Braunkohle und emittiert auch genauso viel CO2, wenn man das sozusagen aus der Erde rausholt. Als Blumenerde bleibt es erstmal noch ein bisschen konstant, aber das fängt dann an zu arbeiten, verdampft und ist im Grunde genommen durch das Trockenlegen beim Torfabbau hat man eine riesige Quelle. Also die Moore sind keine Senke, was ganz oft gesagt wird. Die sind ein Reservoir, ne? Aber die versenken kein, also sie sequestrieren kein CO2, sondern die sind an sich ein Riesenreservoir, das beständig CO2 in die Luft auslässt, wenn man es trockenlegt. Eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann, ist Torfabbau. Jetzt habe ich neue Blumenerde gekauft, da stand irgendwas mit Torf drauf, ich habe gedacht torffrei, später habe ich drauf geguckt, Torf reduziert. Habe ich nochmal ein bisschen genauer drauf geguckt, ja, Torfmoorerde mit organischen Anteilen, noch weiter irgendwo unten drunter, 26%. Also, ich habe 26% das Klima gerettet damit, dass ich diese Blumenerde gekauft habe. Ist so ein bisschen, wenn man einkaufen geht, irgendeinen Kram kauft, den man nicht braucht und irgendjemand sagt einem, sie sparen 20%. Genauso gut habe ich das auch gemacht. Ja, ist praktisch. Also man kann auch so Bonsais direkt hier einpflanzen offensichtlich. Nie werden einem die Hände dreckig dabei. Ja, das könnte auch eine Sojapflanze sein hier, ehrlich gesagt. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Die digitale Erde die fand ich auch einfach sehr faszinierend. Das sieht so ein bisschen aus hier, sowieso Moorerde aus Indonesien. Die hat so ein bisschen diese Färbung. Über 90% der Entwaldung sind an landwirtschaftliche Tätigkeiten übrigens gebunden. Ja, und hier so grandios, so eine richtig kraftvolle Eiche, aber im Miniaturformat, total praktisch für so einen Manager. Oder hier, total super. Der hat mir mit am besten gefallen. Da macht man sich die Hände gar nicht mehr schmutzig. Der Baum hat hier unten so eine Drehfassung dran. Das ist vor allem beim Pflanzen total praktisch. Also wenn ich Bäume pflanzen würde, würde ich immer so einen nehmen. Wir machen so schwupp, 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 schwupp. Am Ende legt man einen Schalter um und alle Bäume saugen CO2 aus der Luft. Kann man alleine machen, kann man aber auch mit mehreren Leuten machen. Ne? Also man sieht immer 1, 2, 3, 4, 5. Es braucht immer 5 Manager, um einen Baum zu pflanzen. Hier sieht man es auch. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Und hier, hoppala, nochmal zurück, gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Praktikant. Ja.
Ja, und das Ganze ist halt eine super Sache. Es boomt total. Lassen sich auch so Geldbäume oder aus Geld lassen sich Bäume oder vielleicht sequestrieren die Bäume auch sozusagen nach unten in das Erdreich so Geld rein, so Münzen, 50 Cent. Schwer zu schleppen, aber es läppert sich. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf mein Bäumchen hier. Also so habe ich das gefunden, das Bäumchen. Bei mir auf dem Balkon. Das Erste, was ich gesehen habe an dem Bild ist, oh, hat geregnet, ich habe die Wäsche vergessen abzuhängen. Naja, bin ich runter, Wäsche abgehangen. Zurück zum Zukunftsbaum. Da habe ich mich gefragt, ja, wo kommt der eigentlich her, der Zukunftsbaum? Ich habe ihn nicht gepflanzt. Und in meinem Hof, muss man dazu sagen, gibt es viele Eichhörnchen, aber gibt keine Eiche. Und es ist ja eine Eiche. Das heißt, die Eichhörnchen, die fallen eigentlich aus, weil so weit irgendwie über die Dächer und so weiter kommen die eigentlich nicht. Also, ich gebe euch mal einen Tipp. Der war es nicht. Aber, ja, ihr könnt es gewesen sein. Es gibt viele Eichel hier bei uns in der Gegend. Auch in dem Hof. Sehe ich auch manchmal auf dem Balkon. Wahrscheinlich war es der hier. Eine Elster. Komme ich später nochmal drauf zurück. Zurück zu diesem Problem mit dem CO2. Wir wollen also CO2 aus der Luft bekommen. Und die Frage ist, wie? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da gibt es verschiedene so Cost-Benefit-Geschichten, so Überlegungen, wie kriegt man das jetzt am besten, also am billigsten, aus der Atmosphäre wieder raus. Und dann gibt es halt so verschiedene Verfahren, also diese ganzen Carbon Dioxide-Removal-Verfahren, CCS, BECCS und so weiter. Aber man sieht aber, ja, die gibt es schon, ist aber im Moment noch alles so ziemlich teuer. Das lohnt sich nur, wenn es massiv gefördert wird. Dagegen scheint hier unten Afforestation, Reforestation so eine richtige Low-Cost-Solution zu sein. Also sollte man doch, wenn man jetzt irgendwie so ein, sagen wir mal, ein Start-up aufmacht und sich irgendwie auf Klimaschutz orientieren möchte, sollte man doch hier unten ansetzen. Das macht halt ein gutes Gefühl, das ist billig und es bringt viel. So, und hier seht ihr ein schönes Bild von einem Wald. Also, wo ist denn der Wald? Ja, warum ist hier kein Wald? Das ist die Frage, die ihr euch immer stellen solltet, wenn es irgendwie um Wiederaufforstung, Verbesserung von Ökosystemleistungen oder in irgendeiner Form Bäume pflanzen geht. Denn wir sind ja zwar jetzt im Anthropozän angekommen, das bedeutet aber nicht, dass wir in die Natur laufen und das ist eine leere Werkshalle, sondern normalerweise ist da ja schon was am Laufen. Da sind ja Prozesse, da sind Grundbesitzerinnen, da sind Wirtschaftsaktivitäten, da sind Leute, die vielleicht Essen auf dem Land produzieren. Und das ist eigentlich immer die Schlüsselfrage für alle Baum, Pflanz oder überhaupt Fragen darum, wie kriegt man eigentlich mehr CO2 aus der Atmosphäre raus und in die Landschaft rein, dass man sich erstmal die Frage stellt, ja, warum ist denn hier kein Wald? Also im Fall der großen Entwaldung in Deutschland, die erinnert euch an das Bild von dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, ist die Sache eigentlich relativ eindeutig. Das sind vor allem solche sogenannten Nadelholzreinbestände, die ja jetzt auf der Fläche von 5% des Waldes umgefallen sind. Und 5% ist übrigens ungefähr so 7-8 Mal die Fläche von Berlin. Ne? Und die sind halt nicht einfach umgefallen, sondern tatsächlich haben die gelitten unter der Dürre und der Hitze und wurden dann ein leichtes Opfer, dadurch, dass sie dann gestresst waren und nicht mehr viel Abwehrkräfte hatten, beziehungsweise kein Wasser mehr aus dem Boden saugen konnten. Das heißt, dann müssen die ihre Stomata zumachen, dann können sie quasi nichts mehr essen, weil sie nichts mehr verdampfen. Und dann werden sie halt ziemlich schwach, so wie wenn wir auch schwach werden, wenn wir nichts essen und nichts trinken und dann einen lieben langen Tag in der Sonne rumstehen. Und das ist halt der Moment, wo so ein Borkenkäfer, der eigentlich sonst mit Harz ganz gut irgendwie so in Schach zu halten ist, als Baum, wo der dann die Bäume massiv angreifen kann und gleichzeitig die perfekten Vermehrungsbedingungen vorfindet. Also der ist halt sozusagen temperaturgetrieben. Je wärmer das ist, desto schneller kriegt er seine Vermehrungszyklen hin und dann gibt es halt solche massiven Borkenkäferausbrüche und da kommen dann halt diese Fichten, die auf dem falschen Standort stehen, nicht mehr hinterher, sterben ab. Und was passiert dann? Die Waldbesitzer versuchen das einzudämmen und fangen an,
mit der Kettensäge bzw. mit dem Harvester zu kommen. Entweder versuchen sie das lokal oder, wie wir jetzt hier offensichtlich gesehen haben, 5% der Landesfläche oder der Waldesfläche ist nicht gerade wenig. Sie machen das auf großer Fläche und holen nebenbei halt auch noch ein gutes Stück Holz raus, ne, weil sie es entweder haben oder nicht haben. Das heißt, hier machen die Kasse und deswegen steht hier kein Wald. In anderen Orten der Welt gibt es andere Gründe dafür oder auch bei uns in anderen Zusammenhängen. Genau. Jetzt geht es um Waldpflanzung, Baumpflanzung, Renaturierung, Wiederherstellung, solcherlei Dinge. Neben der Frage, warum steht denn hier jetzt kein Wald bislang, solltet ihr euch immer die Frage der Zusätzlichkeit stellen. Also wenn jemand sagt und kommt an und sagt, hier, ich will 5000 Bäume auf einen Hektar pflanzen, dann sollte immer die Frage sein, ja, steht da überhaupt ein Zusammenhang zwischen der Aktivität, die wir hier planen, und dem, was dabei rauskommen soll? Das ist erstmal so eine Voraussetzung. Und das, was ganz oft gemacht wird, um dann so einen Zusammenhang und eine Kausalität herzustellen, ist ein Business-as-usual-Szenario. Beziehungsweise oft ist es dann mehr so ein Worst-as-usual-Szenario. Das heißt, also prinzipiell, kleiner Klammer, in den Least Developed Countries, also den ärmsten Entwicklungsländern, sind immer alle waldbaulichen oder sozusagen Renaturierungsmaßnahmen per se zusätzlich. Weil angenommen wird, die haben so eine schwache Staatlichkeit und so einen schwachen Staathaushalt, dass die sich einfach sowas nicht leisten können, wie Bäume pflanzen. Was ist ein Business-as-usual-Szenario? So, gucken wir mal. Also das hier, das sind wir, sagen wir mal so. Haben einen hohen Lebensstandard. Hier ist in unserer Emissionenachse. Wo müssen wir hin? Dahin müssen wir, nach Null. Und zwar relativ bald. Ne? So, die einen sagen, 2035 müssen wir bei Null sein. Und die anderen sagen, naja, wir haben so bis 2050 Zeit. Also die EU, alle zusammen, haben sich den Plan gegeben, bis 2050 Net Zero zu sein. Und wo geht es danach hin? Weiter runter, weil sonst klappt es nämlich auch nicht. Also nach dem Null ist nicht Schluss, sondern dann müssen wir massiv weiter CO2 aus der Luft kriegen irgendwo. Wir emittieren nicht, wir machen Minus. So, und jetzt haben wir so andere Realitäten, sagen wir mal hier wie so in Indien oder so, die haben einen ziemlich kleinen CO2-Fußabdruck. Aber die gucken halt so auf uns und sagen, hey, das ist ja voll klasse, was ihr macht, das will ich auch. So, das ist das Business-as-usual-Szenario. Ne? Das ist ganz klar, wirtschaftliches Wachstum geht einher mit mehr CO2-Emissionen. Also das wäre dann so, dass die dann quasi pro Kopf genauso viel CO2, ist ja fair enough, ne? Genauso viel CO2, wie wir verbrauchen. Aber dann kommen wir jetzt an und sagen, nö, ja, guck mal hier da oben da, das geht also nicht. Wir wollen doch längst da sein, aber jetzt sind wir dann da oben, wenn ihr das Gleiche macht wie wir, das geht nicht, das können wir nicht machen. Also, das geht nicht, so, da sind wir uns alle einig. Und was wir dann oft machen, ist sozusagen mit Geld kommen und sagen, ja, okay, guck mal, es gibt jetzt irgendwie so teure Techniken, da könnt ihr eure Wirtschaft umbauen und irgendwie nachhaltig werden und dann braucht ihr das alles gar nicht. Wir geben euch das Geld, ihr macht das. Dann sagen die, ja, okay, alles nur Annahmen. Ne? So, jetzt sind wir aber wieder ein bisschen unzufrieden und sagen, jetzt habe ich ja das ganze Geld bezahlt und habe gar nichts für bekommen. Und jetzt so quasi das hier, da sagen wir, ja, okay, aber ihr bleibt da, wo ihr seid, aber wir haben es ja echt angestrengt, oder sagen wir mal, unser Unternehmen hat es echt angestrengt, und deswegen möchten wir das hier, möchten wir mal gut geschrieben bekommen. So funktioniert halt so ein freiwilliger Kohlenstoffmarkt im Grunde genommen. Ne, also wird das gut geschrieben, wir haben nur noch so viel CO2, die haben auch nur noch so viel CO2, das sieht schon mal besser aus. Ist nicht bei Null, aber so ein bisschen wie im März, das 1,5-Grad-Ziel gilt, aber es wird nicht eingehalten. So, und dann gibt es halt noch das hier. Ja, so viel zum Business as usual. Dann gibt es halt so verschiedene Ebenen der Zusätzlichkeit. Die Frage, die man dabei immer stellen muss: Erstens, geht es auch ohne Geld? Wie könnte man Bäume pflanzen ohne Geld? Wenn man jetzt beim Bäume pflanzen bleibt. Boah, Eichel her kostet nichts, ne? Also könnte man schon mal in Frage stellen, ob das immer eigentlich diese finanziellen Anreize braucht. Dann ist die Frage Gesetzlichkeit. Muss man das nicht eh machen? Weil ich meine, das Land liegt ja nicht einfach nur rum. Ne? Also in Deutschland gehört quasi jeder Quadratzentimeter Land gehört ja irgendjemandem.
Und in Deutschland sind das ungefähr zu einem Drittel Landeswälder, kleiner Anteil Bundeswälder, ein Schluck Wasser. Und ungefähr die Hälfte des Waldes ist Privatwald. Nicht ganz unwesentlicher Anteil davon sind auch große Waldbesitzer. Oftmals Adlige oder ehemals Adlige. Und jetzt ist die Frage, muss man denn nicht eh aufforsten? Wo kann man in die Gesetze reingucken und sieht, aha, ja, muss man. Das Bundeswaldgesetz sagt, man muss innerhalb angemessener Zeit aufforsten. Das ist einfach so, wenn man Waldbesitzer ist. Man hat ja irgendwie sozusagen da ein betriebswirtschaftliches Ding am Laufen. Ist ja nicht einfach nur Wald, sondern es ist ja Waldbau. Das sind Waldbauern, das heißt, die wollen Holz ernten, genauso wie ein Bauer Weizen ernten möchte. Und dem ist halt jetzt eine Ernte eingegangen. Es dauert halt so, sagen wir mal, 100 Jahre, bis eine Ernte fertig ist im Wald. Beim Weizen nur ein Jahr, aber trotzdem ist es im Grunde genommen das Gleiche. Jedenfalls, wenn wir von diesen Reinbeständen erstmal sprechen. Und in den Landeswaldgesetzen, wenn man da genauer reinguckt, sieht man, in manchen Bundesländern sind es 2 Jahre, in anderen Ländern sind es 3 Jahre. So lange hat man Zeit, um aufzuforsten. Also eigentlich die Zusätzlichkeit nicht gegeben. Und dann ist natürlich die Frage klimatisch. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir das Projekt nicht gemacht hätten? Wäre dann eigentlich überhaupt weniger Klimaschutz gewesen? Also diese 3 Ebenen muss man sich immer fragen. Und es ist ziemlich komplex. Da werden auch gerade neue Standards entwickelt. An dem Fall der sozusagen Ausfallflächen, dieser sogenannten Kalamitätsflächen, die jetzt so großflächig da sind, würden wir als Naturschutzverbände, wobei ich heute eher mehr für mich persönlich spreche und viel Meinung dabei habe, würden wir sagen, die Zusätzlichkeit ist nicht gegeben. Probleme. Also Pflanzlinge, Punkt 1. Wir setzen ja Pflanzlinge. Wir pflanzen ja keine Wälder. Und auch keine großen Bäume, ne? Also so ein kleiner Baum, der jetzt irgendwie so keimt, so einer davon. Wie viel davon braucht man, um eine große Buche zu ersetzen? So von der CO2-Leistung? 10.000 vielleicht? 100.000 oder so, ne? Also sagen wir mal 10.000. Ein Jahr später sind es vielleicht nur noch 1.000. Nach 10 Jahren sind so sagen wir mal 10 Jahre alte Buchen. Davon braucht man dann vielleicht nur noch so 100 oder 50, wenn die gut gelaufen sind, braucht man vielleicht auch 40 von denen, um einen großen Baum zu ersetzen. Da sieht man schon, da ist so ein bisschen so ein Zeitfaktor auch mit drin. Das nächste, Sektorziele werden unterlaufen. Wir haben im Klimaschutzgesetz in Deutschland haben wir ja Sektorziele, das heißt, alle Sektoren müssen sich anstrengen, weil sonst geht es halt nicht. Ne? Also gibt es zum Beispiel einen Sektor Verkehr, der strengt sich halt nicht an. Und wenn wir jetzt diese Sektoren aber für alle zusammenpacken, dann ist halt jeder einzelne Sektor wieder aus der Verpflichtung genommen und sagt, naja gut, dann müssen ja halt mehr Bäume pflanzen, so dann geht das auch hier mit meinem Dieseldienstwagen weiter. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, ein Unternehmen habe, das sagt, ich möchte Net Zero werden, ich habe einen CO2-Ausstoß von 1.000 Tonnen im Jahr und möchte das Ganze mit Baumpflanzungen kompensieren, dann wird aus diesem Unternehmen, was vielleicht aus dem Transportsektor ist oder aus dem produzierenden Gewerbe oder aus dem Dienstleistungsgewerbe, das nimmt sozusagen Potenzial von dem LULUCF-Sektor, von dem Landnutzungssektor, macht da irgendwie so ein bisschen was Gutes und verleibt sich das ein. Wir haben aber eigene Ziele in diesem LULUCF-Sektor. Da müssen auch die Senke erhalten werden, beziehungsweise sogar noch gesteigert werden. Wenn jetzt die ganzen Unternehmen sich diese Low-Hanging Fruits abpicken und sagen, okay, das ist rüber zu uns, dann bleibt in dem Sektor, der es eh schon relativ schwer hat, wie wir sehen in der Klimakrise, bleibt immer weniger Potenzial übrig. Das heißt, im Grunde genommen ist es so eine Art Staubsauger aus dem LULUCF-Sektor rüber in die anderen Sektoren. Außerdem, wir haben es jetzt hier so mit einem marktgetriebenen Mechanismus zu tun, der Markt sucht immer die scheinbar billigste Lösung, aber nicht unbedingt die beste und auch nicht immer unbedingt die tatsächlich billigste. Ne? Weil wir ja Geld ausgeben, es müssen Aktivitäten gemacht werden. Vielleicht das tatsächlich Billigste, zu sagen, okay, wir lassen den Wald einfach mal in Ruhe, gucken mal, was da kommt, musst du gar nichts für ausgeben. Die ist ja keine Option, weil dann ist quasi der ganze Business Case nicht gegeben. So. Und die beste Lösung ist halt sehr debattierbar, was eigentlich das Beste ist. Also man kann ja davon ausgehen, das läuft im deutschen Wald, die Forstwirtschaft gibt es da schon ziemlich lange und die wissen, was sie tun. Wir hoffen mal, dass das das Beste ist, was die machen. So, Waldumbau. Oft wird gar nicht gesagt, okay, wir forsten auf, aber was auch gesagt wird, was auch ganz oft verkauft wird, ist Waldumbau. Was ist ein Waldumbau? Waldumbau ist, dass man entweder so eingestürzte oder kurz vorm Einstürzen eventuell bestehende Waldflächen umbaut und sagt, wir pflanzen da mehr so Laubbäume rein, Zukunftsarten wie die Eiche oder die Sommerlinde, die da so verschrumpelt. Und
schaffen dadurch eine höhere Klimaresilienz. Und diese höhere Klimaresilienz, die wird dann irgendwie in CO2 umgerechnet. Wie das gemacht wird, ist oft auf den Seiten von diesen Firmen, die das machen, überhaupt nicht ersichtlich, nicht erkennbar, ist nicht transparent. Und das wird als zusätzlicher Klimaschutz verkauft. Oft kann es aber sein, dass sozusagen der Waldbau, wie er bisher bestand, auch Teil des Problems sein kann. Also ganz viele Waldbesitzer sagen heute, okay, wir müssen jetzt so klimaresiliente Baumarten anbauen. Was sind denn das für Baumarten? Ja, das sind Baumarten, die aus anderen Ländern kommen, so aus dem Süden, aus Südosten, irgendwo, wo es warm ist. Und dann macht man vielleicht aber dieselben waldbaulichen Verfahren, so wieder ein bisschen Monokultur oder so, dass am Ende eine Monokultur zu ernten ist, vielleicht zwischendurch ein bisschen so Hilfsbaumarten, die dann helfen zu verschatten und am Ende stehen dann aber wie die Douglasien oder was auch immer, so Rotbuche, Roteiche aus Amerika. Dabei hat man aber dann sozusagen ökosystemare Probleme, die man sich mit einhandelt. Das heißt, Waldumbau muss nicht unbedingt Lösung des Problems sein, kann auch Teil des Problems sein. Und das Problem somit perpetuieren und wiederholen. Außerdem hat man gesehen, dass in der Presse in der letzten Zeit haben diese Siegel, die dann oft vergeben werden, sehr hohe Overhead-Kosten. Das heißt, über so eine Webseite aufzusetzen und ein paar Manager einzustellen und ein paar so im Verkaufsteam und so weiter, das kostet halt auch ziemlich viel Geld. Die wollen alle bezahlt werden. Und die Frage ist, wie effizient ist es am Ende des Tages? Da gibt es noch ein ganz großes Problem, und zwar die Ex-Ante-Bilanzierung. Im Grunde genommen funktionieren alle Systeme, die auf die Generierung von handelbaren Zertifikaten setzen oder zumindest auf Zertifikaten, die vielleicht nicht handelbar sind, aber wo das Unternehmen nachher sagen kann, ich bin ein Net-Zero-Unternehmen, basiert auf der Annahme, dass das Pflänzchen, was ich hier pflanze, am Ende des Tages, zumindest auf der Fläche, flächig gesehen, da gehen ein paar von ein, das wird schon richtig bilanziert, dass die groß werden. Und zwar in Eiche, hat so eine Umtriebszeit von 140 Jahren, wenn es gut läuft. 140 Jahre, also die Klimamodellierung, die gehen bis 2100. In 140 Jahren, ne, da ist es, kann ich ausrechnen, 2170. Da wissen wir eigentlich noch ganz schön wenig drüber, was 2170 sein kann. Und die machen aber quasi schon Vorkasse. Das wird sofort bilanziert, bing, rüber aufs Konto, CO2-Konto, Geld bezahlt, sofort rüber, sofort Net Zero. Top. So, hier war so ein Artikel in der Süddeutschen. Ich habe immer hier so die Namen so ein bisschen ausgenudelt. Ich will nämlich hier zwar Prozesse kritisieren, aber nicht einzelne Unternehmen oder so. Manchmal muss man sich auch tiefer reingraben. Aber hier war so ein Beispiel, wo sie gesagt haben, 97% der Ausgaben für das Blablabla-Siegel gingen an das Unternehmen selbst. Nur 3% in die Klimaschutzprojekte. Also die haben so ein Unternehmen gegründet und haben die dann angefragt und haben so ein Siegel gekriegt und nachher haben sie geguckt, wie viel hat das Siegel gekostet, wie viel ging in die Projekte? Ja, 3%. Okay. Dann gibt es hier so eine andere Stiftung, die haben halt 6,3 Millionen Bäume, ist gar nicht so wenig gepflanzt. Und dann gab es irgendwie Überschwemmungen und dann sind die alle eingegangen. Also auch hier, die Frage vorher stellen, warum stehen vielleicht in so einer Senke gar keine Bäume? Vielleicht gibt es da so ein Überschwemmungsregime und es ist gar keine Fläche, wo Bäume wachsen. Könnte sein. Von so einer anderen Seite, die haben so eine lustige Kohlenstoffuhr. Also die ist gar nicht lustig, die ist so das Gegenteil von lustig. Sie sagt, wir haben jetzt noch so ein bisschen weniger als 7 Jahre, bis wir bei Net Zero sein müssen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. 1,5 Grad ist dann, wenn die 100 Millionen Leute zu uns kommen und Südeuropa, also kurz davor. Zeitfenster wird kleiner und deswegen sagen die so, jetzt schnell Bäume anpflanzen, weil jeder Baum, der macht sozusagen, bindet CO2, auch die machen irgendwie diesen Vorgriff, den zeitlichen Vorgriff und das kauft uns Zeit. Jetzt ist aber die Frage, wie viel Zeit bringt uns das eigentlich? Das wurde ausgerechnet, zum Beispiel hier so im Artikel wissenschaftlich, wenn man mal diese ganzen großen tatsächlichen Senken, also Wiederherstellung von Wäldern und so weiter nimmt, dann haben wir bis 2100 ein Senkenpotenzial von knapp 400 Gigatonnen. Das sind dann 5 Gigatonnen im Jahr auf die 80 Jahre gerechnet zwischen 2020 und 2100. Und das ist ein Zeitgewinn von 7,5 Jahren. Das heißt, zu den 6 Jahren kriegen wir noch mal 7 geschenkt, wenn wir das alles machen, komplett ausnutzen. Hier geht es nicht um, was wirklich gemacht wird, sondern hier geht es um Potenziale. Ne? Also muss sich jeder in seinem Alltag überlegen, was man so für Potenziale hat, die man nicht erreicht. Gibt auch reale Probleme, die das immer verhindern.
Und jetzt halt die Frage, machen die das wenigstens gut? Ja, und jetzt gibt es so eine wachsende Literatur, die sagt, eigentlich Restoration Success is higher for natural regeneration. Ups. Oder hier, natürliche Wälder speichern mehr oder ist billiger. Passive Rewildering, das ist quasi der Eichelheer. Hier noch eins. Ja. Und am Ende des Tages, hier gibt es zum Beispiel so einen, der sagt, naja, das, was wir eigentlich brauchen, was wirklich so richtig viel CO2 bringt, ist die bestehenden Wälder zu schützen. Weil nämlich ein großer Baum, wie gesagt, im ersten Jahr, 10.000 von denen hier, eine Buche. Was bringt uns in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren wirklich viel CO2 aus der Luft? Das ist, die bestehenden Wälder zu schützen und buchen und nicht sie abzuschneiden und in Holzprodukte zu verarbeiten. Ich habe nichts gegen Holzprodukte und nichts gegen Holzbau, aber das sind nicht die einzigen Holzprodukte, die es gibt, ne, die so verwendet werden. Und es gibt halt mittlerweile eine ganze Theorie dazu, wie man es eigentlich machen sollte. Das sind diese 10 Golden Rules. Die sind mittlerweile so eine Art Standard geworden von DiSacco. Und die sagen halt auch, Punkt 1 ist, das, was wir haben, schützen. Aber wenn wir es kaputt machen, dann gehen wir sozusagen an diese riesigen natürlichen Speicherseen ran und entlassen das alles erstmal in die Atmosphäre. Ein paar Zahlen noch. Ja, Bauhaus. Ich habe jetzt überall, wo es in die Huch, habe ich Bauhaus gesagt. Aber überall, wo ich jetzt nicht so ein Problem mit habe, habe ich auch die Namen gelassen. Ich habe mit Bauhaus kein Problem. Die haben irgendwie 60, die wollen hier 1 Million Bäume pflanzen. Ist überhaupt kein Problem. Warum ist es kein Problem? Weil die nichts dafür haben wollten. Die haben nicht gesagt, jetzt sind wir Net Zero. Die haben einfach nur gesagt, wir pflanzen 1 Million Bäume. Ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Dann gibt es hier so die hier. Die machen eigentlich auch keinen schlechten Job. Die haben ein bisschen höheres Ziel. 500 Millionen Bäume für Europa. Auch die, da sage ich, die machen einen guten Job, weil, sage ich später, ich muss mich ein bisschen eilen. Dann gibt es halt solche hier, Bericht aus so einer Manager-Plattform, die sagen, wir sind eine Aktie, die bald durch die Decke schießt. Ne? Und zwar wollen die 5-mal so viele Bäume pflanzen, wie es aktuell in Deutschland gibt. Wie viele Bäume gibt es denn in Deutschland? Und warum, wie kann man auf derselben Fläche nochmal 5-mal so viele Bäume pflanzen? Was wollen die machen? Wollen die Berlin voll pflanzen? Wollen die das irgendwie die Agrarflächen auf Null runtergehen? Wie machen die das? Keine Ahnung. Aber es ist ein interessanter Claim. Ich habe da mal nachgeguckt, mal eingegeben, Google, ne? Wie viele Bäume gibt es eigentlich in Deutschland? 90 Milliarden Bäume. Nicht schlecht. Mal 5, also 450 Milliarden, das sind 45.000 Millionen Bäume, die pflanzen wollen. Wow. Schön. Also, Pflanzziele gehen so los bei 100.000, gehen dann zu 1 Million, so ein Unternehmen, die so einen Unternehmenswald machen, 500 Millionen, 450.000 Millionen. Boah. Nochmal kurz durch die Akteure, hier so schwierig, sind halt solche, die so solche Claims machen. Jetzt gucken wir mal, wo kommen die eigentlich her? Das ist so deren Advisory Board, die so dieses Startup gegründet haben, ist erst 2 Jahre alt. Eine ehemalige Profisportlerin, hier Sportindustrie, der hier, der ist in der Nähe einer der größten Stadtwälder Europas aufgewachsen. Cool. Und der hier wuchs in unmittelbarer Nähe zum Wald auf. Das ist auch ganz cool. Und dann haben wir hier den Managing Director, der ist promovierter Chemiker. Alright. Es ist auffallend. Viele von diesen Startups, wenn man dahinter guckt, das sind im Grunde genommen so Business Case Developer und Web Developer, die eine gute Webseite aufsetzen können. Die sehen alle ziemlich geil aus, diese Seiten. Ne? Sie sind schon echt schön gemacht. Hier ist so ein anderes Team. Irgendwie sind meine Übermalungen kleiner geworden. Das ist mir, ich hoffe, ihr kennt euch nicht. Aber hier ist halt auch die Frage, ne? Also Waldumbau, seht ihr, wird hier auch als Senkenleistung angegeben. Zusätzliche CO2-Bindung. Wie das passiert, auch auf dieser Seite wird es nicht gesagt, aber es gibt diese dramatischen Bilder und hier haben wir wieder so ein interessantes Team aus dem Nachhaltigkeits- und Startup-Bereich. Was ich schon okay finde, ist sowas hier, Ecosia, ihr wisst das, so kann man auch statt Google benutzen, dann hat man überweist man den Geld. Ecosia will nichts dafür. Und Ecosia macht auch politisch einen ziemlich guten Job, muss man sagen. Aber ob damit wirklich mehr Wälder am Ende stehen, da gibt es hier so Future Forest Initiatives. Die sind quasi so ein Hub für so lauter digitale Solutions. Ne? Da geht es nicht nur um Bäumepflanzgeschichten, da geht es auch um die Industrie und so weiter. Deswegen habe ich die auch als irgendwie okay angesehen. Mal haben die hier so Dammwild, das ist nicht unbedingt eine natürliche
Wildart, so noch so ein Zaun im Wald, naja, gut. Also auf jeden Fall gibt es da mittlerweile so Plattformen, die das alles so sammeln, aber ich will nicht nur meckern und deswegen habe ich auch noch ein paar aufgestellt, die ich ganz empfehlenswert finde. Nicht, um die direkt zu empfehlen, aber damit ihr so ein bisschen die Konzepte dahinter versteht, was vielleicht besser ist. Da gibt es die sind sehr nah mit der deutschen Forstwirtschaft verbandelt. Das heißt, die stehen so ein bisschen auf der Nutzerseite, während wir die Umweltschutzlobby sind. Ne? Also ich bin eingetragener Lobbyist im Lobbyregister, das es jetzt zum Glück gibt. Und Deutschland forstet auf ist eher so bei der Nutzerseite. Die machen aber auch einen ganz guten Job, finde ich, weil die nämlich auch nicht CO2-Zertifikate verkaufen, sondern einfach ein Ziel haben, Förster und Waldbesitzer unterstützen beim Wiederaufforsten. Und wie die das dann machen jeweils, die Waldbesitzer, das kann entweder gut sein, wenn das irgendwie so ein bisschen ökologisch oder modern orientierter Waldbauer sein, oder er geht mit seinem Trecker über den Acker rüber, macht erstmal alle sozusagen, holt die Stubben raus, geht mit dem Trecker rüber und steckt dann irgendwie alles ein. Das kann dann auch mit dabei sein bei der Pflanzenaktion. Ist so, kann halt super sein, kann halt am Ende auch ein bisschen schwierig sein. So, aber prinzipiell finde ich die erstmal ehrlich und gut hier. Dann gibt es hier diese Live Terra von vorhin. Die finde ich auch nicht schlecht, weil die haben folgende Ziele. Klimaschutz, okay, drüber geredet. Die wollen aber auch ein ökologisches Plus und haben auch so ein bisschen so ein Board, wo man sagt, okay, die haben so ein bisschen so ein naturwissenschaftlich First Background und so. Die haben sich zumindest mal Gedanken gemacht. Oder zumindest ist das auch mit im Team. Die machen so Bildung für nachhaltige Entwicklung auch mit. Das heißt, es geht auch darum, sich zu treffen und über Sachen zu sprechen. Prima Klima ist noch so ein Ding, gibt es schon ziemlich lange. Die sind sehr streng, die machen auch Klimaschutz, machen auch privaten Ablass. Das heißt, da kann ich eine Flugreise buchen und dann weiß ich so, wie viel CO2 ich in Bäumen dann so weiter. Aber auch die machen nichts anderes, als diese Zertifikate auszustellen und stillzulegen. Das heißt, da werden keine Net-Zero-Versprechen, also außer diese privaten, was aber mehr so schlechtes Gewissen ist mit produziert. Und sie machen ökologischen Mehrwert und sozialen Mehrwert. Mit denen habe ich mich auch mal länger unterhalten. Ich halte die für sehr integer. Gibt es auch so die NABU-Stiftung, die machen nationales Naturerbe, die machen quasi Urwälder. Die kaufen Flächen und machen dann absolut so Naturschutzgebiete draus. Da passiert dann gar nichts mehr, keine Holznutzung mehr. Ziele, Retanurierung, Naturschutz, Space for Nature. Und sonst nichts. Finde ich okay. Bergwaldprojekt, das sind sozusagen, das ist das Urgestein. Das waren so mit die ersten, die sind immer aus Greenpeace entstanden, die sich darauf spezialisiert haben. Die machen so auch Förster und Waldbesitzer unterstützen. Die arbeiten oft mit Kommunalwäldern zusammen, das heißt auch nicht mit irgendwem, sondern so diesen richtigen Förstern, Forst- und Naturschutzbehörden, Naturschutz, Renaturierung und ganz viel Bildung. Das heißt, die machen so Teamtage, Wochen, wo dann irgendwie Unternehmen kommen oder Freiwillige kommen und da wird dort auch ganz viel Input gegeben. Und jetzt nochmal, was die so machen. Die gehen mit der Axt durch den Wald, die schneiden was ab, die buddeln Löcher, die machen Zäune. Also ihr seht, tatsächlich diese Frage zu beantworten, warum ist hier kein Wald, hat mit viel mehr Dingen zu tun, als nur so Setzlinge aus der Baumschule in Reihe und Glied zu sammeln. Sondern in dem Fall hat das was mit Wiedervernässung zu tun. In diese Grube wird später Kalk eingeschlemmt und eingestampft, sodass sozusagen dann ein Waldmoor sich wieder vernässen kann. Oder hier werden für den Waldumbau ungewünschte Baumarten rausgehauen. Also da, wo vorher nur Fichten standen, kommen auch erstmal nur Fichten durch. Man kann man ein bisschen anreichern sozusagen und dann werden die abgehauen. Oder man macht einen Zaun, um den Wildverbiss zu reduzieren. Andere Möglichkeit ist Abschuss. Also auch Jagd kann eine Möglichkeit sein, das zu ermöglichen, dass der Wald sich besser darstellt. Hier noch so ein neues Ding, MIA. Das sind vor allem Akteure aus der Landwirtschaft, Umweltpädagogik, Permakultur. Also die wissen tatsächlich, was sie machen. Renaturierung, Transformation, Anpassung, lebenswerte Städte. Weil die machen so Mini-Wälder in den Städten. Und da geht es gar nicht um Klimaschutz, sondern da geht es darum, so lebenswerte Städte zu schaffen und die Anpassungsfähigkeit in den Städten zu verbessern und soziale Orte und Treffpunkte zu schaffen. Und das fand ich auch sehr, sehr lobenswert. Nochmal ganz kurz zu den Holzprodukten. Ich komme jetzt knapp über die Zeit, aber ich glaube, ich schaff's. Ich habe noch keine Zeit für Fragen. Holzprodukte. Hier sehen wir die Verbrennung, wie Holz mehr verbrannt wird. Ja, also es werden nicht nur Fachwerkhäuser in Deutschland gebaut, die dann 300 Jahre stehen, sondern es wird immer mehr Holz verbrannt.
In Pellet, kleinen Pelletöfen, aber vor allem auch in größeren Anlagen, in den Holzhackschnitzel reingehen. Und was man halt auch machen kann, ist sich gar nicht auf Baumpflanzaktionen zu konzentrieren, sondern politische Aktionen zu unterstützen oder Akteure zu unterstützen, die politisch agieren. Und zwar hier zum Beispiel, das war eine Aktion, die wir gemacht haben, zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe und Robin Wood, wo wir das Heizkraftwerk Tiefstark in Hamburg angestrahlt haben, was nämlich dekarbonisiert werden soll. Da gibt es einen grünen Umweltsenator und der ist auf die grandiose Idee gekommen, das Ganze jetzt mit Holz zu betreiben, statt mit Steinkohle. Also, um was geht's wirklich? Wir müssen von den fossilen Brennträgern runter. Das ist der einzige Punkt. Alles andere wird uns nicht viel Zeit kaufen. Also, was ihr tatsächlich machen solltet, ihr könnt ruhig in den Wald gehen, ja? Ihr könnt irgendwie eine Plazenta nehmen, einen Baum draufstellen, ihr könnt euch da treffen, ihr könnt irgendwie euch organisieren, ihr könnt rausgehen, bisschen Bäume, ist alles super, ja. Vor allem, wenn ihr die Bäume in eurem Kopf pflanzt. Aber was ihr tatsächlich, womit ihr tatsächlich was dazu beitragt, dass die Wälder in der Zukunft bestehen, ist das hier. Protestiert und werdet politisch. Das ist das A und O. Weil der größte Feind des Waldes ist der Klimawandel. Ja? Also wenn die Klimakrise so weiterläuft, dann werden wir massive Waldverluste überall auf der Welt erleben. Und das bedeutet, dass wir eben diese Staumauern einreißen und noch viel mehr CO2 in die Atmosphäre einschwemmen, statt irgendwas zu sequestrieren. Werdet also dort, geht's zu Fridays for Future, radikalisiert euch, so wie es Luise Neubauer getan hat. Die ist jetzt ein Ökoterrorist, habe ich gelesen. Ja? Und von da aus Open End, ja. Vielen Dank, Sven Selbert. Richtig gut umschifft, Fragen oder kritische Anmerkungen nicht haben zu müssen, indem man die Zeit überschreitet. Ja, ihr könnt mich ja draußen vorm Hörsaal noch treffen. Ich warte da auf euch, freudig. Auf jeden Fall sehr spannend, danke dir. Ich habe noch ein paar Dinge, die ich euch mitgeben darf. Jetzt muss ich sie noch lesen. Genau, das Abschlusspanel heute Abend wird hier im Saal stattfinden, nicht wo es sein sollte, im Programm im ADA. Außerdem schließt die Garderobe heute um 19.30 Uhr und macht dafür hier im Mathegebäude um 18.30 Uhr auf. Also einmal die Sachen rüberbringen. Genau, das gibt noch eine Abschlussveranstaltung Beats und Bäume. Ansonsten geht das Programm ganz munter weiter. Ich wünsche euch noch richtig viel Spaß auf der Beats und Bäume Konferenz. Bis denn!